35-26, ersatzgeschwächt, sehr ersatzgeschwächt, muss man sagen, beim souveränen Tabellenführer verloren. Einfach nicht mehr drin heute bei dem Gegner. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nicht gut genug gespielt, um hier irgendwas zu holen. Das brauchen wir auch nicht irgendwie schönreden. Ja, ersatzgeschwächt ist natürlich bitter für uns, aber ich denke, wir hätten trotzdem noch gerade in der ersten Halbzeit wieder besser reinkommen können. Und die zweite Halbzeit hätten wir sicherlich auch noch ein bisschen besser gestalten können, als wir das gemacht haben. Erste Halbzeit tatsächlich nicht zufrieden. Kampfgeist war doch wirklich nicht schlecht, Eindruck von außen. Ja, Kampfgeist auf jeden Fall. Bloß war es von der spielerischen Qualität einfach nicht das, was wir brauchen, um hier Punkte zu holen, natürlich, klar. Eben dann nach vorne schauen. Lübeck ist sicher auch nicht der Ort, wo die HSG Punkte holen muss. Jetzt steht aber ein Doppelspieltag bevor, wichtige Spiele und wieder hochkarätige Gegner. Hüttenberg und dann Bietigheim. Was erwartest du da? Vielleicht ein paar Leute wieder dabei und dann zu Hause Schenzen? Ja, wir freuen uns endlich, dass wir mal wieder in der Schenzenhalle spielen können mit unseren Fans im Rücken. Und da wird auf jeden Fall alles möglich sein. Wir haben in Hüttenberg schon gewonnen. Und dann ist auch noch einmal auf jeden Fall was drin für uns. Dann danke Fabi, viel Erfolg.